Läuft die Aufnahme. So, Ja. genau. Ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich voll, dass es mit Doris so super gegangen ist und dass sie gleich zugesagt hat. Doris von Go-On Sowieso. Suizidprävention, danke nochmal. Bitte Und ja, gern. ich will gar nicht viel quatschen, sondern ich gebe das Wort gleich der Doris und ich bin schon sehr gespannt auf diese Stunde. Das bin ich auch. Liebe Dagmar, danke. Herzlichen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Doris Klug, mein Name, beziehungsweise Doris. Ich bin ein voller Fan vom Du-Wort, weil ja, das bringt uns alle irgendwie näher, finde ich. Und ja, ich freue mich auf die Stunde mit euch. Bin eben von Go-On Suizidprävention Steiermark, ein Projekt vom Gesundheitsfonds Steiermark, vom Land Steiermark. Und dazu werde ich auch noch mehr sagen. Wie gesagt, gerne Fragen, wie die Dagmar schon gesagt hat, in den Chat stellen. Und wir werden schauen, dass wir auf alles irgendwie eingehen. Wenn ihr mal irgendwas nicht wissen sollt, dann gibt es die Information nachgereicht. Ich möchte gleich am Anfang noch dazu sagen, es sind auch Kolleginnen von mir dabei, beziehungsweise ganz speziell meine Kollegin aus Graz, die Frau Magister Sigrid Bertha, die Sigrid. Und die unterstützt mich natürlich auch gerne, falls es Themen geben sollte, wo sie natürlich Spezialistin ist. Dann hole ich sie einfach dazu rein. Also falls deine zweite Stimme dann auf einmal auftaucht, nicht schrecken, das ist dann die Sigrid. Genau, super. Ich würde einfach einmal mit euch starten. Das heißt, ich teile meinen Bildschirm. Ich habe nämlich eine Präsentation vorbereitet und ich hoffe, ich habe sie einigermaßen spannend und interessant aufbereitet. So, da la. Gut, ich muss wieder auf die Startseite gehen. Solltet ihr jetzt die Präsentation sehen? Genau, ja. Also perfekt. Einen Daumen hoch habe ich schon gesehen. Super. Man sieht nämlich nur so ein paar Kasteln auf der Seite noch von euch, also konkret sechs, aber passt. Ein paar Siege zumindest. Fein. Ja, was hören wir uns heute an? Was schauen wir uns heute an? Tabuthema Suizid. Also wie gesagt, ich bin von Go-On Suizidprävention Steiermark und wir beschäftigen uns mit dem Thema Suizidprävention. Primärprävention, das heißt Wissensvermittlung. Das heißt, ja, so vielen Menschen wie möglich zum Thema Suizid, Suizidalität, Daten, Fakten, Wissen zu erzählen, damit wir einfach aufgeklärt sind, damit wir dieses Tabuthema, dieses Tabu über Suizid zu sprechen, brechen und ja, einfach zeigen, da gibt es Möglichkeiten zu helfen, es gibt Möglichkeiten um zu unterstützen. Mit dem Schlagwort Wissen hilft. Das ist unser Logo. Vielleicht habt ihr es schon einmal irgendwo gesehen. Das ist unser Go-On Suizidprävention Steiermark Logo. Und wir sind eben Partner von Supra Suizidprävention Austria. Und unsere Homepage www.suizidprävention-sdmk.at. Bitte gerne draufschauen, wenn ihr wollt. Mal drüber schauen, was da alles so drauf ist. Weil wir bieten Vorträge für alle möglichen Zielgruppen an, seien das Professionisten, seien das Multiplikatoren, sei das die Allgemeinbevölkerung. Und ganz, ganz wesentlich, dazu komme ich noch, aber ich sage es gerne am Anfang schon, unsere Angebote sind alle kostenlos. Das heißt, wir wollen wirklich dadurch so viele Menschen wie möglich erreichen. Gut. Wie schaut das jetzt aus? Ich werde euch am Anfang ein bisschen was zum Projekt erzählen, wie das so aufgebaut ist und dann gehe ich auch wirklich schon in Inhaltliches rein, in Basisinformationen zum Thema Suizidalität, Krisen, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Die Projektstruktur schaut so aus, dass quasi diese Pyramide da ist und wir sind da eben unten auf der Basis, Go-On Suizidprävention Steiermark. Und über uns drüber sind die psychosozialen Dienste Steiermark, also der Dachverband der psychosozialen Dienste Steiermark. Da fallen auch diese Logos, die ihr da drunter stehen habt, rein, nämlich die GFSG, also diese Vereine oder Gesellschaften, die GFSG, das Hilfswerk Rettet das Kind Steiermark, das kennt der eine oder die andere oder ist sogar, arbeitet sogar dort. Und genau, das sind sozusagen unsere Kooperationspartner, unsere engen Bündnispartner. Und über diesen psychosozialen Diensten drüber ist dann noch eben der Gesundheitsfonds und konkret die Psychiatrie-Koordinationsstelle mit der Frau Dr. Dr. Kreins. Das ist so quasi unsere Schirmherrin. Und wir werden eben über den Gesundheitsfonds Steiermark finanziert. Was bedeutet diese Pfeile, die da so ineinander zeigen, die Grünen, mit den psychosozialen Diensten der Bezirke?
Das bedeutet, dass wir in jeder Region, in der es Go-On-Suizidprävention in der Steiermark gibt, gibt es Partner, also Mitarbeiterunionen. Sprich, es gibt Mitarbeiterinnen in jeder Region, die sowohl bei Go-On arbeiten, als auch in den Beratungsstellen in den Bezirken. Hat den Vorteil, dass wenn wir Vorträge machen und wenn wir Allgemeinbevölkerung vor allem ansprechen oder konkret ansprechen und dort auch Betroffene dabei sind, die ja vielleicht gerade Bedürfnis haben, zu reden oder eine Krise haben, dass man die noch besser abholen kann, weil man im Vortrag schon Gesicht hat, dass man dann in der Beratungsstelle wieder sieht. Weil man einfach weiß, okay, das ist ja ein Mittel, um die Leute in die Beratungsstelle auch zu bekommen, weil das einfach Vertrauen schon da ist oder ein Kennen schon da ist. Genau, in meiner Region, also in der Region, wo ich tätig bin, Region Graz und Graz-Umgebung Nord, also in Graz ist eben die Kollegin Sigrid dabei und die Sigrid ist zum Beispiel so eine Mitarbeiterin, die sowohl bei Go-On als auch in einer psychosozialen Einrichtung bei der GFSG dann tätig ist. Genau. Wie schaut das jetzt aus? Also Go-On Suizidprävention Steiermark gibt es seit 2011, das steht da jetzt nicht drauf, aber das sage ich jetzt einfach dazu. Seit 2011 wurde 2011 gestartet. Aus dem Grund kann man sich vielleicht schon denken, weil Steiermark leider eines der Bundesländer in Österreich ist, das die höchste oder eine der höchsten Suizidraten hat. Steiermark und Kärnten, das werden wir nachher auch nochmal sehen. Also das sind die beiden Bundesländer, die sich irgendwie immer so matchen zwischen wer wird Erster jedes Jahr von den Suizidzahlen. Und deswegen ist da 2011 entschieden worden, vom Land Steiermark, vom Gesundheitsfonds, na, wir müssen da was machen. Und es wurde im Bezirk Murau und in Hartberg gestartet. Murau da deswegen, weil der Bezirk Murau in der Steiermark Schwerpunktbezirk oder Hotspotbezirk ist, was Suizide anbelangt. Und Hartberg deswegen, weil in Hartberg die damalige Leitung vom Projekt, die damit gestartet hat, arbeitstechnisch ihren Sitz hatte. Es wurde dann sukzessive ausgeweitet und immer wieder auch evaluiert. Und vor 2016 hat es dann noch einmal eine Evaluation gegeben von dem Programm. Und es wurde dann, wie man da sehen kann, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 noch weiter ausgebaut, nämlich immer dahingehend, wo die nächsthöchsten Suizidzahlen waren. Deswegen ist Murau, dann Murtal, Bruckmütz-Zuschlag, Hartberg-Fürstenfeld und so weiter und so fort. Ihr seht das eh ganz gut auf dieser Grafik. Und wir sind sehr, sehr glücklich, also ich sowieso, weil ich auch dort jetzt tätig bin, aber wir sind allgemein von Go-On sehr, sehr glücklich. Seit 2020 gibt es Go-On flächendeckend in der gesamten Steiermark. Da sind Graz und Graz-Umgebung dazugekommen. Und ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich jetzt einmal meinen, in Österreich, dass wir einfach flächendeckend da sind. Und es gibt von der Suizidprävention Austria, von der SUPRA, gibt es so 10 Gütekriterien für Suizidpräventionsarbeit, die man erfüllen kann. Und Go-On erfüllt diese mittlerweile durch diese flächendeckende Anbindung oder Anbietung. Genau. Ja, was machen wir jetzt nochmal? Also ein bisschen habe ich schon nochmal reingezoomt, aber wir schulen. Wir versuchen zum Thema Suizidprävention zu sensibilisieren. Wir versuchen Suizide zu enttabuisieren. Und zwar mit Multiplikatoren, mit der Allgemeinbevölkerung. Wir haben ein Kompetenzzentrum für Suizidprävention. Das heißt, wir reden nicht einfach irgendwas daher, was wir uns jetzt gerade bei Wikipedia oder wo auch immer aussuchen, sondern es ist alles wissenschaftlich basiert, fundiert. Wir haben auch einen Foliensatz, also diese Folien, die ihr da alle seht, die sind wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet. Die Studien sind wirklich alle gut recherchiert. Die Inhalte sind nicht irgendwo ausgedacht, sondern aus Fachliteratur. Und wir bringen natürlich auch alle unsere persönlichen Erfahrungen mit rein. Sprich, wir sind alle in unserem Team, wir sind so zwischen 25 und 30 Personen. Die Schwankungsbreite hat damit zu tun, dass wir sind sehr viele Frauen, immer mal eine in Karenz ist und eine wieder zurückkommt und so weiter und so fort. Und wir sind alle entweder klinische oder Gesundheitspsychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeutinnen, so durch die Bank. Und haben entsprechend natürlich auch eine wissenschaftliche Grundausbildung.
Und genau, wir versuchen zu sensibilisieren, zu enttabuisieren, Informationen zu geben zur Entstehung und Bewältigung von Krisen, Aufklärung von Risikofaktoren, also auch das, was ich euch nachher noch kurz vorstellen werde. Wir zeigen auch immer auf, wo gibt es konkrete Hilfe und Unterstützung. Weil Go-On-Suizidprävention arbeitet in der Primärprävention, sprich, wir haben jetzt keinen Kontakt, direkten Kontakt zu Klientinnen oder Klienten. Wir machen keine Behandlung oder Therapie, sondern wir vermitteln Menschen, die ein Bedürfnis haben nach Behandlung, Therapie, die gerade ein krisenhaftes Geschehen haben, weiter an die Stellen, wo sie Hilfe bekommen. Deswegen eben auch diese Unionen mit den Beratungsstellen, beziehungsweise auch unsere Vernetzungstätigkeiten, nächster Punkt, mit ganz vielen psychosozialen Einrichtungen, damit wir sagen können, okay, dort und dort ist die richtige Stelle für den und den und dass die Leute einfach wissen, wo sie Unterstützung bekommen können. Wir vernetzen uns, genau, wir haben Kooperationen und wir schulen. Also wir schulen, so wie heute, Vorträge, Webinare, jetzt gerade ganz populär natürlich, weil jeder zu Hause bleiben sollte, damit wir schnellstmöglich wieder eine Normalität haben. Und ja, wir schulen auch eben Professionisten, die Multiplikatoren, auch Politiker versuchen wir zu erreichen, weil wir wissen, dass Politiker, wenn wir die am Boot haben, die können das noch mehr verteilen. Ja, das sind so unsere Zielgruppen und Schwerpunkte. Unsere regionalen Tätigkeiten, genau, noch einmal Vorträge, Workshops, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit, also auch ganz, ganz wichtig, Kooperation mit Medien. Wir versuchen auch Medien den Umgang mit dem Thema Suizid, Suizidalität zu vermitteln. Es gibt Medienrichtlinien, wie man darüber berichten soll. Leider Gottes ist es mittlerweile in die Richtung geschwenkt oder hat sich so verändert, dass man gar nichts mehr darüber berichtet, was auch nicht gut ist, sondern man soll immer mit einer positiven Haltung, mit einer Möglichkeit, also immer Hilfsmöglichkeiten aufzeigen, wenn man über Suizid, Suizidalität, psychische Krisen berichtet. Und wir versuchen auch dahingehend zu Schulen zu informieren. Es gibt immer einen Weltsuizidpräventionstag jedes Jahr. Das ist der 10.9. Dieses Jahr zum Beispiel am 10.9.2020 haben wir offiziell die Region Graz eröffnet. Und um diesen Weltsuizidpräventionstag bietet GoOn immer eine spezielle Veranstaltung an in jeder Region. Und dieses Jahr haben wir uns auf die 10 Schritte zum seelischen Wohlbefinden fokussiert. Das ist so ein Programm, das mag der eine oder die andere von euch schon kennen, wo es um so 10 Schritte zum seelischen Wohlbefinden geht. So 10 Steps to Mental Health, wo man ganz kleine praxisnahe, also ganz kurze praxisnahe Beispiele bringt, wie man gut auf sich selber schauen kann und wie man auch anderen helfen kann. Das haben wir einen Monat lang in den verschiedensten Regionen auf verschiedenste Art und Weise angeboten. In Graz zum Beispiel haben wir durch die Altstadt Spaziergänge gemacht und sind verschiedene Stationen abgegangen und haben Genussübungen gemacht, haben mit Straßenkreiden auf den Boden gemalt, um einfach ja, zu stimulieren, Freude, Positives zu stimulieren, was einen einfach gesund halten kann. Und wir sind gegangen, wir sind aktiv gewesen. Genau. Und Doris, was wir noch? Doris, ja? Ganz kurz, bitte. Gehst du auf bitte. Diese 10 Steps noch ein? Es ist eine Frage im Chat gekommen. Okay. Nein, konkret jetzt nicht. Können wir aber, also auf den Folien ist es jetzt nicht drauf. Wenn es sich ausgeht, kann ich es aber zum Schluss noch zusammenfassen, was das so ist. Okay. Beziehungsweise, vielleicht wenn kannst du es dann irgendwo mitschicken, ja, oder so, eine Auflistung, genau, weil das hätten Sie gerne. Gell? Ja, auf der Homepage gibt es auch einen Folder zum Runterladen von uns zu den 10 Schritten auf unserer Homepage. Da sind sie auch alle drauf sonst. Aber schau mal. Erinnerst mich am Ende noch einmal? Mache ich. Super, danke. Perfekt. Gut, unsere Vortragsziele, genau, Vorurteile zum Thema Suizid abbauen, Wissen vermitteln, was kann ich tun, was kann ich für mich selber tun, aber was kann ich auch für einen anderen tun, wenn es dem schlecht geht, weil das ist einfach ein Faktum, das weiß, glaube ich, jeder von uns, jeder kann in einer Krisensituation gelangen und da wollen wir ansetzen, wir wollen ganz unten schon ansetzen, wenn eine leichte Krise ist oder wenn einer mal wo ansteht, dass man sagt, okay, reden wir da schon drüber, damit es erst gar nicht bis zur Spitze zum suizidalen Geschehen kommt. Gut, so viel zu GoOn Suizidprävention, dem Projekt. Jetzt würde ich euch gerne ein paar Daten, Zahlen, Fakten vorstellen, um die Wichtigkeit des Themas, dass wir darüber reden, dass wir über Suizid, Suizidalität reden, dass das nochmal unterstrichen wird und damit ihr wisst, warum.
ist das so wichtig? Warum ist bei uns Suizidprävention in der Steiermark besonders wichtig? Und warum wäre es ja weltweit bestenfalls wichtig, solche Programme zu haben? Weltweit ist es leider Gottes so, dass alle 40 Sekunden stirbt ein Mensch an Suizid. Das macht dann weltweit jährlich über 800.000 Menschen aus, die durch Suizid sterben. Es schwankt immer ein bisschen natürlich, das ist jetzt so eine Durchschnittszahl, man sagt zwischen 800.000 und 1 Million Menschen jährlich. Und damit man eine Vergleichszahl hat, so viele Menschen verlieren durch Mord und Krieg, die sterben, sind gleich viel wie durch Suizid sterben, kann man so in etwa vergleichen. Ich glaube, das ist schon einmal eine recht schockierende und imposante Zahl. Wie schaut das in Europa aus? Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, wie es in den europäischen Staaten, Ländern ausschaut. Das sind noch Zahlen von 2015. Wir kriegen diese Daten immer von der WHO oder Eurostat in dem Fall. Und das ist natürlich, dass das europaweit oder global aufgearbeitet wird, das wird jetzt nicht jährlich gemacht, so wie österreichweit das jährlich erhoben wird. Deswegen sind das noch Zahlen von 2015. Und da sieht man, dass man Österreich ist da bei, weiß nicht, ob ihr meinen Cursor seht, wenn ich da reinfahre. Österreich ist noch Frankreich, Österreich, Polen, damit 14. Das bedeutet immer 14% auf 100.000 Menschen. Also auf 100.000 würde ich schon Insassen sagen, weil Inhabitants steht, auf 100.000 Bewohner 14%. Und das Land mit der höchsten Suizidzahl in Österreich, Suizidrate, ist Litauen. Lettland, diese aus der Ostregion, die Länder, die sind da noch sehr, Estland ist auch dabei, genau, die sind da noch sehr hoch dabei. Ja, Österreich. Wie schaut es in Österreich aus? 2019. Wir haben natürlich immer die Zahlen vom letzten Jahr. Österreich 2019 war so, dass wir in Summe 1113 Suizide hatten. Davon fallen circa 2/3 auf Männer und 1/3 auf Frauen. Also Verhältnis 3:1. In der Steiermark sind es 201 Suizide gewesen. Davon 40 Frauen und 161 Männer. Also da haben wir ein Verhältnis, wenn man es sich anschaut, von 4:1. Also es ist meistens, wenn man so über die Jahre rückblickend sich anschaut, ist es ein Verhältnis von 3 Männern zu 1 Frau. Ich finde auch da eine Vergleichszahl ganz, ganz wichtig, nämlich die 432, die ihr da unten seht. Wenn man das vergleicht, 432 Menschen sterben im Straßenverkehr und 1113 nehmen sich das Leben, dann sind wir auch bei fast 3-mal so viele, die durch Suizid sterben im Vergleich zum Straßenverkehr. Und wenn man daran denkt, wie oft hört man im Radio und in den Zeitungen, dass die Verkehrssicherheit noch besser, noch mehr, da braucht es eine Promillegrenze weiter runter, Gurtenpflicht, Kindersitzpflicht, Schnellfahren auf den Straßen, also die Tempolimits werden immer weiter runter gedrosselt, alles gut und schön, alles wichtig, also möchte ich nicht sagen, da wird extrem viel gemacht. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, bei der Suizidprävention, da müssen wir auch was machen, weil das ist 3-mal so viel, dass da sterben dadurch. Und genau, deswegen ist es so wichtig, dass es unter anderem Go-On gibt oder prinzipiell auch Supra Suizidprävention Austria. Und genau, was ich zu dem Geschlechterverhältnis noch gern sagen möchte, das hat den Grund, warum so viel mehr Männer durch Suizid sterben, hat einerseits den Grund, dass Männer, es ist vielleicht auch allseits bekannt, weniger oft nach Hilfe fragen oder Hilfe in Anspruch nehmen. Männer wenden sich weniger häufig an Beratungsstellen, Telefonnummern, wie auch immer. Das ist noch immer so ein bisschen klischeebehaftet, wenn man das so sagen möchte. Frauen viel häufiger, viel öfter. Und ein weiterer Grund ist, dass Männer härtere Suizidmethoden wählen. Das heißt, bei Männern sind wir wirklich bei Erhängen, Erschießen und Frauen wählen da eher sanftere, wenn man das so sagen darf, Methoden, Medikamenten, Überdosis, in diese Richtung. Weil, wenn man sich das anschaut, Suizidversuche, wenn Sie sich die Zahlen da jetzt mit 201 in der Steiermark anschauen,
fürs Jahr 2019 zehnmal so viel, 10 bis 15 Mal so oft wird ein Suizidversuch begangen. Und bei den Suizidversuchen sind die Frauen in der prominenteren Position, sage ich jetzt einmal. Also 2 bis 3 Mal so viele, also doppelt so viele Frauen sicher, die einen Suizidversuch haben. Und da ist auch die Frage, ja, Frauen, hat man dann auch herausgefunden bei so Erhebungen, wo das untersucht worden ist, dass Frauen sich auch eher dort versuchen, das Leben zu nehmen, wo sie dann leichter gefunden werden. Wo da auch die Frage ist, ist das so ein bisschen ein Cry for Help? Wollen sie eigentlich eh noch gefunden werden und wollen sie damit sagen, hey, mir geht's so schlecht, helft's mir. Doris, eine Frage hätte man noch dazu, also ein paar eigentlich. Gibt's Zahlen zu Jugendlichen? Ja, ich komme noch zu Alterszahlen, komme ich noch, wo Jugendliche auch dabei sind, ja. Dann gibt es auch Verkehrstote, die versteckte Suizide sind? Das ist die Dunkelziffer. Ganz großes Thema, Dunkelziffer. Es gibt eine ganz, ganz große Dunkelziffer, was die Suizidzahlen anbelangt. Da gehören auch eben Verkehrstote rein, wo man nicht das Unfallsgeschehen nicht so ganz nachvollziehen kann. Warum ist der jetzt in die Tunnelwand eingefahren? Also das gibt es durchaus, ja. Also da ist eine sehr, sehr große Dunkelziffer, wo man nicht genau abschätzen kann, war das jetzt ein Sekundenschlaf oder irgendein, ja, wobei, wenn es eine körperliche Geschichte wäre, könnte man das sogar noch nachweisen, aber war das jetzt Sekundenschlaf oder was auch immer, ja, gibt's. Also kann man durchaus sagen, kann man natürlich jetzt nicht an Zahlen festmachen, ja. Und eine letzte Frage noch, gibt es auch Daten zu Transgender-Personen? Haben wir jetzt noch nicht ausgearbeitet. Ich sage bewusst noch nicht, weil wir natürlich im Kompetenzzentrum immer wieder neue Themen aufmachen. Wir wissen aber, dass Personen mit einer anderen als heterosexuellen Orientierung zur Risikogruppe dazugehören. Aufgrund dessen, weil auch diese Gruppe natürlich nach wie vor mit Tabus, mit Stigmatisierung zu kämpfen hat. Und gerade auch bei Kindern und Jugendlichen oder bei Jugendlichen, sage ich jetzt einmal, wo es um die sexuelle Findung, die sexuelle Reifung auch geht, sexuelle Orientierung, ist das auch mitunter ein Risikofaktor. Das wissen wir. Zahlen habe ich jetzt konkret keine, nein. Aber wir sind da dran, auch dahingehend zu erheben und eigene Folien oder Themenschwerpunkte zu machen. Ja. Gut. Danke für die Fragen. Super Fragen übrigens. Finde ich extrem klasse. Und bis jetzt bin ich noch immer gut durchgekommen. Ja, das ist unser schönes Österreich. Und wir sehen auch unser Schweinderl, die Steiermark, wenn wir genau hinschauen. Und wenn man da drauf schaut, je dunkler die Flecken, desto höher die Suizidrate. Und da sieht man ganz gut Murau-Murtal, Schwerpunktbezirke, was die Suizidraten anbelangt in Österreich. Und auch die anderen Regionen, wo es eben dunkler grün ist, ja, das ist so der Grund, warum eben gerade Steiermark einer der Bezirke ist mit den höchsten Suizidzahlen. Und was möchte ich dazu sagen noch? Warum? Also vielleicht kommt auch die Frage, warum ist das so? Warum gerade diese Regionen Murau-Murtal? Der Herr Professor Watzka, das ist ein Soziologe, der hat eben diese Studienerhebungen gemacht. Hat 2011 damals eine Studie gemacht, soweit ich weiß, die erste, 2018 auch. Und man kann das natürlich jetzt nicht kausal sagen, aber es gibt einfach Überlegungen, die darauf schließen lassen oder auch Erhebungen, die darauf schließen lassen, dass gerade so diese langgezogenen Täler mit dazwischen Bergen, Hügeln, wenig Sonne, wenig soziale Anbindung, man fährt 20 Minuten mit dem Auto, bis man beim nächsten Supermarkt ist, wie auch immer, in diesen Regionen dort oben dazu beitragen, dass eben Vereinsamung stattfindet, dass Wegzug von der jungen Generation stattfindet, dass dort einfach erhöhte Suizidzahlen sind. Und auch die psychosoziale Anbindung ist dort oben oder psychiatrische Anbindung ist natürlich nicht in der nächsten Gasse, wie in Graz, sage ich jetzt einmal, sondern da fährt man schon eine Zeitl dorthin. Also das sind mitunter Gründe, warum es dort oder Vermutungen, warum es dort solche Hotspots gibt. Jetzt kommen wir eben zu dieser Frage, wie schaut es aus mit Kindern und Jugendlichen? Die Grafik für 2019 Steiermark, absolute Zahlen nach Altersklassen. Und da sehen wir, dass durchaus, also in Blau, blauer Balken Jungs oder Männer, roter Balken Frauen, Mädchen. Und 2019 hat es glücklicherweise einmal zwischen 5 und 15 Jahren keinen Suizid gegeben.
Ich muss aber dazu sagen, dass es in dieser Alterskategorie durchaus auch immer wieder mal Suizide gibt. Man sagt so durchschnittlich, wenn man die letzten Jahre anschaut, 1 bis 2. Und ab 15 bis 25, also jugendlich bis junges Erwachsenenalter, da sind wir schon gerade, wie man sieht, bei den jungen Männern mit, das sind glaube ich 8, wenn ich das richtig sehe, oder 9 sogar, 9, sind wir schon, haben wir schon eine beachtliche Zahl, möchte ich jetzt einmal sagen, für dieses Alter. Und auch bei den Frauen haben wir da einen, bei den Mädels haben wir da einen gehabt. Also durchaus, ja, es gibt Suizide auch im Jugendalter, jungen Erwachsenenalter. Ich komme später nochmal dazu, gerade bei den jungen erwachsenen Männern, jugendlichen Männern von 15 bis 25, da ist Suizid die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen. Und das ist, glaube ich, schon, ja, schon erschreckend, möchte ich jetzt einmal sagen. Ansonsten für die Altersklassen sieht man, dass es eine ganz große Risikogruppe oder Risikogeneration gibt. Das sind die hochaltrigen Männer ab 75, wie ihr das so sehen könnt, 75 bis 85. Die sind einfach Hochrisikogruppe. Hat auch damit zu tun, oder die Gründe dafür sind Vereinsamung, ja, das psychische Auffälligkeiten, psychische Erkrankungen, die sich einstellen, also so Altersdepression, auch Demenz ist auch mitunter ein Thema. Dann stirbt vielleicht schon die Partnerin früher weg. Man ist in einer ländlichen Region, die Kinder ziehen weiter weg. Man ist vereinsamt, isoliert, alleine. Man nimmt gerade in der Generation der Männer noch weniger gern oder ist noch weniger bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise irgendwo hinzugehen, wo ein Psy davor steht, ein Psychologe, ein Psychiater. Ja, das sind so mitunter Gründe. Und auch so noch immer diese Haltung in dieser Generation, wenn ich meine Probleme selber nicht lösen kann, wer anders kann sie nicht lösen und dann hilft nur noch der Strick oder die Waffe. Und die zweite Gruppe, wo wir einfach recht viele Suizide auch haben, ist so zwischen 45 und 65. Auch so in dieses, ja, ich will jetzt nicht sagen, aber Midlife-Crisis, Alter, wie auch immer, genau. Ja. Doris, eine Frage haben wir noch. Bitte. Und zwar zur vorigen, zur vorvorigen eigentlich. So? Ja, genau. Ja. Sind in diesen Bezirken die Suizide passiert oder sind die Menschen aus der Region? Das war eine Frage von der Isabella. Das sind die Suizide. Raten. Also dort, wo die Bezirke dunkler gefärbt sind, ja. Dort sind einfach, sieht man eher Suizidrate von 25 bis 29,9% pro 100.000 Einwohner. Zum Beispiel Murramurtal. Sind dort die Personen, wo, also sind die Personen aus dieser Region oder ist der Suizid in dieser Region passiert? Also Der Suizid, gute Frage. Ich glaube, dass es darum geht, ich glaube, dass wo es passiert ist. Okay. Wobei man schon sagen kann, dass die meisten Leute in der Region, wo sie, also in der Nähe irgendwo oder sich dort gut auskennen und dann dort einen Ort suchen, wo sie den Suizid begehen. Also es wird schon erhoben, wo. Okay. Ja, also wird schon sagen, wo. Genau. Wobei eben meistens hat das auch mit dem Wohnsitz zu tun. Also es ist meistens nicht so weit weg. Genau. Danke. Bitte. Gut. Was ist jetzt eigentlich Suizidalität? Weil ich immer spreche von Suizid, Suizidalität. Suizid fällt in die Suizidalität, weil Suizidalität ist die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen, die in Gedanken, aktivem Handeln und passiven Unterlassen den eigenen Tod anstreben oder als mögliches Ergebnis in Kauf nehmen. So wird schön vorgelesen. Ich erkläre es euch jetzt nur ein bisschen. Und zwar Summe aller Denk- und Verhaltensweisen. Das heißt Suizidgedanken, Suizidabsichten, Suizidandrohungen. Das sind wir im Denken, aber auch schon im Verhalten. Verhalten ist natürlich auch aktiv, einen Suizid zu begehen. Aber wir sind nicht nur im aktiven Handeln, sondern auch im passiven Unterlassen. Was kann man sich da darunter vorstellen? Nehmen wir zum Beispiel einen älteren gebrechlichen Herrn her, der schon sehr viel körperliche Leiden hat, der schon recht alt ist und der dann einfach sagt, ich mag nicht mehr, ich möchte sterben oder wie auch immer und der dann seine lebenserhaltenden Medikamente nicht mehr einnimmt.
der hat vom Arzt verschrieben für seinen Blutdruck oder für Diabetes, was auch immer, kriegt er was und er nimmt das nicht mehr. Dann sind wir da auch beim passiven Unterlassen, das dazu führen kann, dass der eigene Tod eintritt und dass sie das in Kauf nimmt. Oder eine Kollegin von mir hat mir mal ein Beispiel erzählt, sie hatte eine Klientin in der Beratungsstelle, wenn sie die aktiv angesprochen hat drauf, hast du Suizidgedanken oder hast du Gedanken, dir das Leben zu nehmen? Dann hat sie gesagt, nein, umbringen, das würde ich mir nicht, also aktiv da irgendwas tun. Aber wenn ich über die Straße gehe, schaue ich nicht nach links und rechts. Also auch in dem Kontext nehme ich den Tod als mögliches Ereignis in Kauf. Weil es kann halt sein, dass dann das Auto nicht mehr rechtzeitig bremst und die Geschichte ist erledigt, so quasi. Ja. Also Formen der Suizidalität, Suizidabsichten und Gedanken, habe ich schon gesagt, Ideen, Drohungen, Suizidversuche. Und da haben wir auch speziell das Phänomen des Parasuizids. Ein Parasuizid, den kann man als Geste oder als Appell verstehen. Nämlich, das ist in Richtung Cry for Help. Das sind Menschen, die einen Suizidversuch tätigen, wo die aber jetzt nicht den Todeswunsch vorrangig haben. Die wollen nicht tot sein, sondern die wollen diese Phase, diesen Zustand, den sie nicht mehr aushalten, von Schmerz, von Erkrankung, von Krise, was auch immer da vorgeht, die wollen den beenden und wissen einfach nicht mehr, was sie tun, außer einen Appell zu setzen und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Oder auch zu sagen, ja, manipulativ, ich möchte was erreichen, ich möchte Aufmerksamkeit haben. Also ich habe selbst 5 Jahre lang in der Forensik, in der Justizanstalt gearbeitet, in Calau konkret. Und dort haben wir öfters Parasuizide gehabt von Insassen, die einfach damit was erreichen wollten. Die wollten halt aus dem Gefängnis ins LSF auf die Psychiatrie kommen, weil es dort einfach netter ist als im Gefängnis. Und das kann man zum Beispiel unter einem Parasuizid verstehen. Und Suizid an sich, genau, ist dann die selbst durchgeführte Handlung mit Todesfolge. Genau, das fällt alles unter Formen der Suizidalität. Genau, also wir sprechen von der Suizidalität, dann sprechen wir, kann alles von dem da drinnen sein. Warum ist jetzt Suizidprävention so wichtig oder wo kann man ansetzen? Wenn man sich Suizide anschaut, dann kann man so ein Eisbergdiagramm uns vorstellen. Suizide sind ganz oben die Spitze. Das ist das, was wir sehen. Wir sehen die Suizide. Wir sehen auch noch Suizidversuche, die mitunter natürlich auch aufscheinen oder wo jemand in eine Psychiatrie kommt. Was wir darunter auch sehen können und was davor geht, sind Suizidandrohungen, sind Krisen mit Suizidgedanken und Krisen auch ohne Suizidgedanken. Und das alles, was da drunter ist, also die grünen Sachen bis zum mittelblauen, dort können wir von der Suizidprävention ansetzen. Wir können Wissen zu Krisen vermitteln. Wir können Hilfsmöglichkeiten aufzeigen, dass Menschen in Krisen, bestenfalls noch ohne Suizidgedanken, wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Und wir können aber auch bei Krisen mit Suizidgedanken noch unterstützen. Und auch wenn es Suiziddrohungen gibt, kann man noch sagen, hey, du bist da nicht allein, dir geht es gerade nicht gut, aber du bist nicht allein, wir helfen dir, wir unterstützen dich, wende dich dort und dorthin. Und auch wenn Suizidversuche schon getätigt wurden, und bestenfalls eben nicht geglückt sind, dann kann man auch da sagen, okay, was gibt es für Plan B, Alternativen zu einem Suizid für dein Leben noch? Was gibt es für Ressourcen, was gibt es für Möglichkeiten? Also alles, was der Eisberg nicht zeigt, ist für uns die Möglichkeit anzusetzen und zu helfen. Was sind jetzt so die wichtigsten Risikogruppen? Ich habe es teilweise ja eh schon angesprochen, ich möchte es mit euch nochmal zusammenfassen. Einerseits Menschen mit psychosozialen Krisen, also Menschen, die krisenhafte Verläufe, traumatische Krisen, Veränderungskrisen haben. Da komme ich dann noch kurz drauf. Menschen mit psychiatrischen Störungen, gerade Depression und Sucht. Also man weiß, dass 50% der Suizide im Rahmen einer akuten depressiven Episode passieren. Aber auch Suchterkrankungen, also Menschen mit Drogenabhängigkeit, mit Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit, sind auch eine Risikogruppe für einen Suizid. Und auch Menschen, die schon früher suizidales Verhalten gezeigt haben. Man kann sagen, dass 10% der Menschen, die durch einen Suizid versterben, schon davor früher suizidales Verhalten gezeigt haben. Deswegen muss man auf die gerade ganz gut schauen, wenn jemand schon einmal einen Suizidversuch gemacht hat,
das ist eine Risikogruppe, da muss man hinschauen. Und weitere Risikogruppen, wie gesagt, hochaltrige Männer, auch Jugendliche, vor allem männliche Jugendliche, wichtig zu wissen, Verhältnis Männer zu Frauen. Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit chronischen Schmerzen, mit körperlichen Einschränkungen, eben auch Menschen mit anderer als heterosexueller Orientierung, mit dieser Ausbringung, vereinsamte, isolierte Menschen, Menschen existenziell bedrohte Menschen, Menschen, die von Armut betroffen sind. Und da sind wir jetzt auch gerade konkret bei dem Thema Covid-19, Corona. Es ist auch so, dass wir jetzt 2020 aufgrund von der Corona-Krise jetzt noch mit keinem Anstieg von Suizidzahlen rechnen für 2020. Vor dem Hintergrund, weil einfach noch sehr viele Firmen sich mit Kurzarbeit, mit Unterstützung vom Österreich, von der Regierung, noch ganz gut drüber retten können. Wir rechnen aber schon damit, dass es zu einem Anstieg kommt, gerade wenn dann noch mehr Firmen Konkurs gehen und noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Was man durchaus jetzt schon sagen kann, ist, dass die psychischen Auffälligkeiten bedeutend zugenommen haben. Also Menschen, die schon psychisch erkrankt sind oder waren, denen geht es schlechter. Und auch Menschen, die bis dato gute Ressourcen, eine gute Widerstandsfähigkeit hatten, die sind psychisch angeschlagener oder merken auch schon erste Anzeichen von psychischen Auffälligkeiten. Das kann man leider Gottes jetzt schon absehen. Und weitere wichtige Risikogruppe, auch die Hinterbliebenen von Menschen, die sich suizidiert haben. Also quasi ja, die Hinterbliebenen, Familien, Freunde, Angehörige, die da zurückgeblieben sind. Doris, ich hätte noch ein paar Fragen wieder im Chat. Und zwar, wie schaut es aus mit Suizid auf Verlangen? Gibt es da Daten? Wir haben keine Daten dazu. Wir haben auch da eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, gerade weil das ja auch beim Verfassungsgerichtshof gerade geprüft wird. Da gibt es ja Ansuchen von, was ich jetzt letztens gelesen habe, ich glaube von einigen Betroffenen oder Menschen, die sich das wünschen und auch ein Arzt, der dahingehend angesucht hat. Da sind wir dran. Also wir warten jetzt auch gerade diese rechtliche Debatte und rechtliche Diskussion ab. Zahlen haben wir jetzt konkret keine, aber werden das dann in diesem Arbeitsschwerpunkt im Foliensatz bearbeiten, wie das ausschaut. Je nachdem, wie es auch rechtlich dann ausschaut, dass wir auch das niederschreiben und genau. Prinzipiell ist unsere Haltung bei GoOn so, dass wir keine Extremposition, was Suizid auf Verlangen betrifft, einnehmen. Es ist ganz, ganz schwierig, zu sagen, beziehungsweise festzumachen, wann ist da kein krisenhaftes Geschehen davor im Gange, was einen Menschen dazu bringt. Gell? Das ist schwierig irgendwie abzugrenzen und wir sind gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt und was da dann rauskommt. Aber leider haben wir derzeit noch keine Zahlen, nein. Ja, danke. Und dann gibt es noch eine Frage und zwar von der Sigrid und zwar kann Suizidalität vererbt werden? Suizidalität an sich kann nicht vererbt werden. Das, wo es durchaus genetische Vulnerabilitäten gibt, ist, was das auch mit der Depression einhergeht. Das sind so im Neurotransmittersystem im Gehirn. Also es gibt Gene, die für diese Versorgung im Gehirn, was die Neurotransmitter anbelangt, zuständig sind oder die das eben mit beeinflussen. Und das Serotonin-System im Gehirn ist eben für Depression mitunter zuständig. Also man sagt da immer, wenn man wenig Serotonin hat, dann ist man depressiver oder depressiv oder wenn also diese Aufnahme von dem Serotonin nicht so gut funktioniert. Und warum man dann auch immer sagt, man soll Schokolade essen, weil in der Schokolade ist Tryptophan drinnen und Tryptophan ist eine Vorstufe vom Serotonin. Und deswegen sagt man immer, wenn man Schokolade gegessen hat, geht es einem besser. Und man weiß, dass es genetische Veranlagungen für ein nicht so gut funktionierendes Serotoninsystem gibt, wenn man das jetzt so runtergebrochen sagen kann. Was dann wieder dazu führt, dass man vielleicht vulnerabel ist für eine Depression, für eine depressive Verstimmung. Und das bedingt dann eben über den Weg dann wieder eine Suizidalität, eine suizidale Krise. Aber Suizidalität an sich kann man nicht vererben.
Ja, danke schön, danke schön. Die Sigrid hat ja auch was dazu geschrieben in den Chat und die Sabine hat gefragt, das war es und nicht die Sigrid. Super. Danke, Sigrid. Sehr gut. Super. Genau, also das finde ich, davon profitieren wir auch so, wenn wir so im Tandem auch immer wieder wo dabei sind, dann kann gleichzeitig der andere noch einen Input bringen und ja, finde ich einfach ganz, ganz toll. Ja, kurz zu Krisen. So kann das ausschauen. Wir können voll happy dahinlaufen und auf einmal ist da ein Stolperstein, was auch immer das sein mag, da gehen wir dann drauf ein und dann fallen wir in ein Loch. Wurzeln in ein Loch, liegen unten, sind fertig, sind müde und müssen echt eine große Anstrengung erbringen, einen großen Aufwand erbringen, dass wir da wieder rausklettern. Aber bestenfalls kommen wir wieder raus und bestenfalls wachsen wir sogar dran. Das ist für mich immer so dieses Zeichen von dem Manschgerl auf der anderen Seite, der die Hand hebt, bin sogar noch stärker geworden, ich bin sogar noch drüber hinausgewachsen. Und es gibt eben verschiedenste Krisen. Und was ist eine Krise? Eine Krise ist, wenn da ein Ereignis ist, oder eine Lebensveränderung ist, mit dem der Mensch konfrontiert ist, die einen überfordert. Und wo ich die Problemlösestrategien, die ich bis jetzt schon kennen habe oder gelernt habe und einsetzen habe kennen, die helfen mir in dieser Situation nicht. Mit denen komme ich nicht drüber über diese Krise. Und dass ich auch aus meinem Gleichgewicht geworfen bin. Also ich habe einen Orientierungsverlust, ich habe einen Veränderungswunsch, ich halte es nicht mehr aus, ich kenne mich nicht mehr aus und ich brauche irgendwelche neuen Lösungsmöglichkeiten, neue Strategien, um mit dieser Krise umzugehen. Es kann dramatische Erlebnisse gehen. Ich gehe da jetzt gerade mit den nächsten Bildern schon auf Jugendliche, Kinder und Jugendliche auch ein. Es kann dramatische Ereignisse geben. Das kann sein, wenn ich mein Auto schrotte, wenn ich einen Autounfall habe. Das kann eine Depression sein, was eine Krise ist, was ein krisenhaftes Geschehen auslöst. Das können Beziehungskrisen sein. Die erste Trennung. Ich meine, wer erinnert sich nicht dran, den ersten Trennungsschmerz im Jugendalter oder wann auch immer das war. Also gefühlt hat man später nicht nochmal so viel gerät wie damals. Schulprobleme, wenn ich in der Schule nicht zurechtkomme, wenn ich vielleicht auch, nächstes Thema, gemobbt werde in der Schule oder am Arbeitsplatz. Oder auch Cybermobbing, immer häufiger, Phänomen, das immer häufiger auftritt. Ist auch total spannend. Cybermobbing ist im Strafgesetzbuch, also im Recht, schon verankert. Kann man wirklich rechtlich belangt werden dafür. Mobbing an sich nicht. Recht spannend. Noch nicht, hoffentlich. Familienkonflikte. Also gerade Streit mit Eltern, Scheidung mitzubekommen, dass die Eltern Probleme haben. Und auch natürlich süchtiges Verhalten. Genau. Ich habe gerade Bilder rausgesucht, was auch vielleicht für Kinder und Jugendliche Thema sein kann. Da gehe ich nur kurz drüber. Es gibt typische Krisenverläufe, es gibt eine traumatische Krise und es gibt Veränderungskrisen. Veränderungskrisen sind eben Krisen oder Veränderungen, die ich eigentlich irgendwo auch absehen kann. Also zum Beispiel, dass ich vom Kindesalter in die Pubertät komme, das ist irgendwo absehbar. Dass ich irgendwann einmal in die Pension gehe und mit meiner Arbeit aufhöre, ist auch absehbar, dass ich heiraten werde, wenn ich einen Partner habe und mich verlobe und dass ich dann, wenn ich weiß, ich bin verlobt, dass ich irgendwann heiraten werde, bestenfalls, muss nicht immer eintreten, aber ja, können Veränderungskrisen auslösen. Also Veränderungen, die dann eine Krise auslösen bei mir. Zum Beispiel auch eine Geburt kann eine Veränderungskrise sein oder der Auszug aus seiner Gegend in eine andere Gegend. Und es gibt dann einfach verschiedene Arten, damit umzugehen. Und wichtig ist immer diese Bearbeitung von einer Krise und die Neuorientierung. Und die Gefahren, die es gibt, sind eben körperliche Erkrankungen, wenn ich mit der Krise die Krise nicht verarbeiten kann, wenn ich nicht mich neu orientieren kann, dann kann ich körperliche Erkrankungen kriegen, kann ich psychische Erkrankungen kriegen, kann ich in ein süchtiges Verhalten fallen. Es kann sich chronifizieren, also gerade auch, dass ich gar nicht mehr rauskomme aus diesem Hamsterradl, kann zu Rückzugsverhalten führen und schlechtestenfalls natürlich auch zur Suizidalität, so kurz runtergebrochen. Wie schaut das jetzt bei Kindern und Jugendlichen aus, was Suizidalität angeht? Ich gehe da auch, viele Sachen habe ich schon gesagt. Offiziell kann man auch bei, so wie prinzipiell in der Allgemeinbevölkerung, dass die Suizidzahlen rückläufig sind, beziehungsweise stagnieren, aber schon rückläufig sind,
ist es auch bei Kindern und Jugendlichen so. Parallel ist aber ein Anstieg, was Drogentote anbelangt, zu beobachten und auch eine hohe Dunkelziffer, wo man einfach nicht weiß, war das vielleicht ein Suizid oder nicht. Und Tote durch harte Drogen- und Verkehrsunfälle wird geschätzt, dass mindestens 20% davon Suizide sind, gerade im Jugendalter, sage ich jetzt einmal. Und der Anteil der jungen Bevölkerung an Suiziden nimmt ab, aber die Zahl der Suizidversuche steigt. Also auch so ein Zeichen von Ausweglosigkeit und Hilfsbedürftigkeit in dem Alter. Was ich eh schon gesagt habe, Mädchen, Burschen, also bei Mädchen, bei Suizidversuchen sieht man auch hier, dass Mädels mehr Suizidversuche tätigen als Burschen. Aber bei den Suiziden, also wenn es dann wirklich den Tod zur Folge hatte, da sind die Burschen vor den Mädels, also 3-1. Und eben Burschen zwischen 15 und 20 Jahren, siehst du, vor 25 gesagt, es sind 15 und 20 Jahren sogar nur, ist Suizid die zweithäufigste Todesursache nach Unfällen. Das habe ich ja schon gesagt. Genau. Was sind jetzt konkret Risikofaktoren im Jugendalter? Wobei das natürlich eh auch überlappend ist mit dem, was wir vorher schon gesagt haben, bei den Erwachsenen oder allgemein. Schon Suizidhandlungen in der Familie kann ein Risikofaktor sein. Also gerade auch, dass man ein Hinterbliebener ist und dass man dann vielleicht auch eine Krise entwickelt und ja, Suizid dann auch als eine Option in Erwägung gezogen wird. Die sexuelle Orientierung, Erkrankungen in der Familie, Vernachlässigung, Zurückweisungen, Verlust von Liebe und Unterstützung, auch Kindesmisshandlungen natürlich und auch Fremdunterbringungen können da Themen sein oder Risikofaktoren sein. Auslöser, wenn man das so sagen kann, gibt natürlich Studien und Erhebungen dazu. Oft einmal akute Anlässe auch, also Konflikte mit Eltern oder auch Verlust von Elternteilen, Probleme in der Schule, am Arbeitsplatz, Konflikte im Freundeskreis, Liebeskummer, Drogenprobleme oder eben auch Verkehrsunfälle. Das können mitunter Auslöser sein. Ich sage immer mitunter, man kann nicht, gerade bei Risikofaktoren, man kann nicht sagen, okay, wenn da eine Sache vorliegt, nämlich die Eltern trennen sich, oh mein Gott, da muss dann sofort eine suizidale Krise sein bei dem Kind. Nein, das kann man nicht sagen. Suizidalität ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Da muss man sich immer mehrere Ebenen anschauen, muss auch schauen, okay, wo gibt es Ressourcen, wo gibt es Stabilität. Und wo ist vielleicht was Krisenhaftes da oder wo gibt es psychische Erkrankungen? Du musst immer das Gesamte anschauen und darf nicht nur einen Faktor rausnehmen und dann ganz, ganz apathisch da sein und sagen, okay, was tue ich jetzt? Nein, ich muss mir immer das volle Ganze anschauen oder mehrere Faktoren anschauen. Was sind jetzt Warnsignale? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da einfach eben auch achtsam ist, okay, wenn einem was auffällt beim Jugendlichen, dass man vielleicht im Hinterstübchen im Kopf drinnen hat, okay, gibt es da mehrere Dinge, gibt es da mehrere Signale, die da sind und dann bin ich achtsamer. Dann spreche ich den Jugendlichen, die Jugendliche vielleicht einmal an und frage, wie geht's da? Oder hast du Gedanken, dir das Leben zu nehmen? Hast du Suizidgedanken schon mal gehabt? Kann ich durchaus machen, soll ich auch machen, wenn ich das Gefühl habe, da passt irgendwas nicht. Das komme ich auch nochmal auf diesen zentralen, wesentlichen Satz. Was sind da Warnsignale? Natürlich, wenn ein Jugendlicher sagt, ich mag nicht mehr, ich mag mein Leben beenden, es bringt eh alles nichts mehr, es hat eh keinen Sinn, dass ich im Leben bin. Verbale Ankündigungen, bitte ernst nehmen, bitte ansprechen. Genauso wie schriftliche Ankündigungen. Verhaltensauffälligkeiten, symbolische Handlungen, also wenn ich dann auf einmal nur noch, also wie gesagt, bitte nicht nur einen einzelnen Faktor hernehmen, aber wenn die Person auf einmal nur noch äußerliche Veränderungen, ganz dunkel angezogen, mit Kreuzen, überall wird, Sensenmann wird aufgezeichnet, was auch immer, ich übertreibe jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber es gibt so Verhaltensauffälligkeiten, die vielleicht zu dem Jugendlichen, zu der Jugendlichen einfach nicht dazu passen, wie sie sonst ist oder sonst war. Genau. Weglaufen, Schulschwänzen, herumstreunen auch, also so ein bisschen orientierungslos zu sein, nicht zu wissen, wo soll es hingehen, was möchte ich. Auch Selbstverletzungen, wenn die immer wieder auftreten, immer wieder sich selbst zu verletzen, können Warnsignale sein. Das ist aber auch geil. Können Warnsignale sein. So, jetzt macht meine Kaffeemaschine was. Ich hoffe, das ist nicht zu laut im Hintergrund. Und
sie möchte auch was dazu sagen. Ja, sind Sie fertig? Gut. Genau, also auch selbstverletzendes Verhalten immer wieder, das kann natürlich auch ein Symptom von einer Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsstörungsentwicklung sein oder so. Also da darf man eben nicht hypersensibel sein und über, also wirklich, ja, sondern einfach achtsam und normal sensibel sein und hinschauen. Sozialer Rückzug und auch Veränderungen von Essgewohnheiten, was Warnsignale sein können. Gut, letzte Runde, beziehungsweise Endspurt. Ich muss jetzt mal schauen. Gut, ja, ich bin einigermaßen in der Zeit, ich bin froh. Was kann ich jetzt tun? Was könnt ihr tun? Was kann ich tun? Was könnt ihr tun? Was können wir für uns selber tun? Und was können wir gerade auch in der Arbeit mit Jugendlichen oder egal, Allgemeinbevölkerung, Erwachsener tun? Erstens einmal, wenn uns was auffällt, selbst ruhig bleiben. Nicht selbst irgendwie extrem aufgebracht sein, hektisch, wie auch immer werden, versuchen ruhig zu bleiben. Auch selbst gern durchzuatmen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin richtig aufgewühlt, weil das ist jetzt eine neue Situation für mich. Nehmt euch die Zeit, atmet einmal bewusst durch und dann geht es erst rein in die Situation. Weil wenn ihr Ruhe mitbringt, ihr steckt den anderen auch mit der Ruhe ein bisschen an. Dann natürlich zuhören, sich die Geschichte erzählen lassen, Interesse zeigen, zuhören, nachfragen, also auch wirklich konkrete Fragen stellen, auch die Frage stellen, du bist ein bisschen anders in letzter Zeit. Irgendwas ist anders bei dir, mir kommt vor, dir geht es nicht so gut. Hast du schon einmal die Gedanken gehabt, dir das Leben zu nehmen oder hast du gerade konkrete Gedanken, dir das Leben zu nehmen? Man darf und soll diese Frage auch stellen. Man soll die Scheu, ihr alle sollt die Scheu verlieren, diese Frage zu stellen. Weil dieser Mythos, der da so ein bisschen rumkursiert immer wieder noch, wenn ich die Frage erst stelle, wenn ich denjenigen drauf anspreche, dann bringen ja erst drauf, weil ja, dann sage ich mir quasi, Suizid wäre quasi ein Mittel. Das stimmt nicht. Jemand, dem es nicht gut geht, der das schon im Hintergrund hat, der beschäftigt sich jetzt schon damit und der ist meistens bis immer froh drüber, wenn jemand auf ihn zukommt und sagt, hey, ich höre dazu, ich möchte mit dir über das reden, du kannst mit mir über das reden. Und dann sind wir beim Nachfragen und wenn ich merke, okay, das Ganze kann ich alleine nicht mehr tragen, holt euch professionelle Hilfe. Es gibt Experten, es gibt Beratungsstellen, wendet euch dorthin, sagt demjenigen, dort und dorthin kannst du gehen und dort gibt es Hilfe. Im Sinne, take a minute, change a life. Also eine Minute sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, nachzufragen, kann Leben verändern. Das ist zum Beispiel ein Bild. Wir haben sehr viel Material von Go On Suizidprävention, kleiner Werbungsaufruf. Wir haben ganz viel Flyer, wir haben ganz viel andere Materialien und wir haben auch kleine Büchlein für Jugendliche. Wir haben auch spezielles Material für Jugendliche. Auch bei der Dagmar haben wir es damals vorbeigebracht im Logo. Was jeder für sich einstecken kann. Wir haben auch Schlüsselanhänger zum Beispiel, wo Notfallkontakte drauf sind. Wenn ihr sagt, ihr habt Jugendliche zu Hause oder in der Firma, im Unternehmen, wie auch immer, oder ihr möchtet selber was haben, meldet euch bei uns, www.suizidpräventionsteiermark.at. Wir schicken euch gern Infomaterial zu, Prospekte, Broschüren, alles Mögliche. Bringen es auch gern mit dem Radl vorbei. Also überhaupt kein Stress. Sehr, sehr gerne. Genau. Was hilft jetzt? Offenes Ansprechen von Suizidgedanken. Kann ich nicht oft genug sagen. Suizidabsichten ernst nehmen. Also nicht, wenn jemand sagt, nein, ich mag nicht mehr oder irgendwie bringt dir alles nichts mehr, sondern, ach geh, der meint das ja nicht so. Heute ist er halt einfach nicht so gut drauf. Nein, nehmt es ernst, sprecht es an. Ja, mehr als dass es ist eh super, wenn es nicht ernst gemeint war. Aber wenn es ernst gemeint war, dann kann dieses eine Ansprechen helfen. Die Wertschätzung der Person und auch vorurteilsfrei zu sein. Also wenn für jemanden etwas eine Krise ist, heißt das nicht, dass das für mich selber eine Krise wäre. Aber für den ist das einfach gerade so dramatisch und schlimm. Und dass ich da nicht reingehe und sage, okay, warum übertreibst du denn so? Nein, macht das nicht. Nehmt ihn so an, wie er ist, wie sie ist in der Situation und steht einfach bei. Und Hilfsmöglichkeiten zu besprechen, genau, also zu wissen, okay, dort und dorthin können Sie sich wenden, diese Informationen weitergeben,
Ich habe dann eine Folie, wo ihr dann einfach wisst, wo sind Hilfsmöglichkeiten und bestenfalls Bezugspersonen zu involvieren. Das heißt, gibt es Eltern, gibt es Freunde, gibt es Bekannte, ja, Geschwister, wie auch immer, die man mit einbeziehen kann, die einfach auch ja, mit dabei sind, das Wissen mittragen und auch mit unterstützen können. Genau. Wie kann ich helfen? Zuhören, nachfragen, ernst nehmen, das unterschiedliche Erleben akzeptieren, Unterstützung holen und auch begleiten. Also es kann auch sein, der eine oder andere von euch hat vielleicht die Erfahrung auch schon gemacht, dass es wirklich eine akute suizidale Krise ist, wo man wirklich weiß, okay, ich kann denjenigen jetzt nicht mehr gehen lassen, weil ich habe wirklich Sorge, dass der oder die sich dann das Leben nimmt, auch in eine Psychiatrie, in eine ins ehemalige LSF oder auf die Psychiatrie im LKH oben, Uniklinikum, zu begleiten. Oder auch wirklich die Polizei zu rufen, dass dort eine Zwangseinweisung stattfindet, wenn der oder diejenige nicht bereit ist, mitzugehen. Doris, ja. Kommst du dann nur wenn zum Beispiel jetzt ein Jugendlicher zu mir sagt, ja, er hat Suizidgedanken, ja. Was ist jetzt, weil es wird gefragt, was sind dann wirklich jetzt konkret die nächsten Schritte? Ich meine, es ist zwar situationsabhängig, weil das ist unterschiedlich, aber was machen wir, wenn der wirklich ja sagt? Also du hast ja einige... Ja, konkret nachfragen. Also da sind wir wieder beim Nachfragen. Nachfragen, wie konkret sind die Suizidgedanken? Wie aktuell sind sie? Sind sie jetzt gerade akut da? Oder waren sie in der Vergangenheit einmal da? Wenn er erzählt... Darf ich ganz kurz reinfunken? Entschuldigung, bitte. Ich weiß, es ist extrem ungut, dass ich reinfunke, aber ich arbeite als flexible Hilfe im Sozialraum 4. Bei uns ist es ganz klar so, wenn Jugendliche, also ich war auch im MOB, mobilbetreutes Wohnen für Jugendliche, wenn Jugendliche Suizidgedanken aussprechen, dann haben wir eigentlich ganz klar den Auftrag, die Rettung zu rufen. Ja, okay. Also im sozialen Bereich ist da eine ganz, ganz klare Richtlinie einzuhalten. Ja. Genau, ja. Also es gibt sicherlich vom Arbeitgeber wie auch immer einen konkreten Notfallplan, sage ich jetzt einmal, wenn solche Äußerungen getätigt werden, wirklich dann gleich Rettung zu rufen. Oder in dem Fall kann ich Ihnen sagen, die Polizei ist eigentlich, also Rettung ruft dann meistens auch die Polizei, weil die Polizei darf jemanden wirklich mitnehmen. Die Polizei darf jemanden anhalten und darf jemanden auch mitnehmen, darf Menschen, also der Betroffene Menschen in suizidalen Krisen auch wirklich, wenn Selbst- und Fremdgefährdung ganz akut da ist, auch sofort mitnehmen. Ansonsten braucht es auch eine Abklärung vom Amtsarzt. Und die Rettung muss das auch so machen. Also die Rettung darf jetzt auch nicht ohne die Polizei mitnehmen. Die müssen auch auf sich selber natürlich schauen, weil wenn da akute Selbst- oder Fremdgefährdung da ist, braucht es auch die Polizei, die das Ganze begleitet. Also durchaus, ja, es gibt sicherlich Einrichtungen, die da gleich sagen, okay, da gibt es nichts, sofort ab, Rettung, Polizei. Wenn ich jetzt in einem Setting bin, Hausnummer als Psychologin im Einzelsetting, Psychotherapeutin, wie auch immer, und es werden Suizidgedanken geäußert oder Suizidabsichten, dann finde ich es auch ganz, ganz wichtig abzufragen, wie akut sind die eben, wo ich gerade angefangen habe, akut. Sind die vergangen, also habe ich mich damit beschäftigt und jetzt ist es gerade nicht mehr Thema, dann ist auch wichtig nachzufragen, was hat sich geändert, warum sind die jetzt nicht mehr Thema, was hat mir geholfen, wieder mich von diesen Suizidgedanken wieder zu distanzieren, beziehungsweise wenn sie akut sind, gibt es schon Pläne, gibt es schon einen konkreten Ort, gibt es schon eine konkrete Methode, gibt es vielleicht schon ein konkretes Datum, dass ich da auch nachfrage, um zu schauen, okay, wie akut, wie wichtig, also wie risikoreich ist das Ganze jetzt wirklich? Und dann natürlich auch zu entscheiden, okay, wir fahren in die Psychiatrie oder wir rufen die Polizei. Es ist nämlich, ich sage das bewusst deswegen so, es ist natürlich immer wieder auch die Situation in einem Therapeuten, in einer Therapeutenbeziehung, Klient, Therapeut, wie weit erlaube ich es oder lasse ich es zu, dass die Klienten auch über ihre suizidalen Gedanken sprechen können, ohne dass wir gleich Gefahr laufen, Gefahr und Anführungszeichen, dass sie eingewiesen werden, sofort. Wenn sie einfach gerade in einer, vielleicht auch einer chronischen Krise sind, wo immer wieder Suizidgedanken auftreten, dass ich da diese
Beziehung zum Therapeuten, Klienten nicht verliere, riskiere, wie auch immer. Also das ist auch viel Gespürsache, wie weit ich das auch wirklich als akut einschätze. Aber natürlich bitte einmal öfter die Rettung rufen, halt Polizei rufen konkret, Polizei rufen. Und der wird unten im LSF, in der Psychiatrie angeschaut, als einmal zu wenig oft. Ja, genau. Also die Kernbotschaft, wenn ihr den Eindruck habt, jemand möchte sich das Leben nehmen, denkt an Suizid, fragt ihn danach. Genau. Gut, das sind, also die Folien kriegt ihr eh, das heißt auch diese Folie, professionelle Hilfen sind Hausärzte, Fachärztinnen für Psychiatrie, psychosoziale Beratungsstellen in euren Bezirken unter www.plattformpsyche.at. Den Link findet ihr auch auf unserer Homepage, sind auch alle psychosozialen Beratungsstellen der Steiermark aufgelistet. Also dort findet ihr alle, wenn ihr jetzt nicht gerade aus Graz seid. Bei akuter Suizidalität eben Notrufskette, Hilfskette in Gang setzen und telefonische Hilfen, das ist auch gerade für Klienten weiterzugeben. Es gibt einfach die Möglichkeit, wenn ihr den Bedarf habt, zu reden, egal was mir jetzt gerade beschäftigt, Telefonseelsorge, Rad auf Rad, Männernotruf, Ö3 Kummernummer, gibt momentan auch die Nummer 1450, die freien sie aber gerade nicht so, wenn man wegen irgendwelche Sachen anruft. Also die sind wirklich, glaube ich, nur für die Corona-Geschichten. Genau. Na, und in Graz speziell gibt es eben 3 Beratungsstellen. In der Granatengasse gibt es eine, in der Blüdemanngasse und am Hasener Platz. Und genau, auch dort jederzeit, also die haben Journaldienstzeiten auf der Homepage drauf, findet sie auch auf Plattform Psyche. Und da kann man auch jederzeit anrufen, da gibt es immer jemanden, der am Telefon sitzt und wo man auch, wenn es wirklich akut ist, also wenn eine akute Suizidalität da ist, auch sofort einen Termin kriegen kann. Genau. Also reichen wir uns die Hände, retten wir Leben, take a minute, change a life. Genau. Und somit bin ich eigentlich am Ende angekommen. Und ja, die Frage an dich, Dagmar, gibt es jetzt gerade noch Fragen? Es ist so, dass die Sabine, oder? Ja. Ja, beschreibt gerade, es gibt einige Fragen, aber sie hat es dann super im Chat beantwortet. Es passt genau, glaube ich, so, wie es gerade ist. Die Sigrid. Genau, Sigrid. Die Sigrid macht beantworten. Das, genau. Genau, ja, ach, sehr furchtbar, gut. Ich und Namen. Aber Doris. Perfekt, danke, ja, Sigrid. Ich weiß nicht, gibt es noch von euch noch Fragen, die Doris jetzt beantworten soll? Dann, es ist nämlich schon 10 Uhr. Ich weiß, also Wir sind jetzt schon drüber und wir verstehen natürlich, dass ihr auch gehen müsst. Ja. Ah ja, du hast am Anfang von den 10 Steps gesagt, du schickst uns dann noch diesen Link rein, also dass wir dann die 10 Schritte zu seelischem Wohlbefinden finden. Sigrid, das wäre toll. Den Link reinstellen, wo wir den Folder finden auf unserer Homepage von den 10 Schritten. Findest du das? Ja, super, perfekt. Danke. Super. Sehr gut. Genau, da findet ihr einfach die 10 Schritte und es gibt eben auch das Angebot, einen extra Workshop zu diesen 10 Schritten einmal zu machen, zum Beispiel. Also auch gerne bei uns anfragen und dann, wir machen das mittlerweile auch online. Ja. Genau. Alexa. Die Alexa will nicht so. Doris, du hast dann noch gesagt, du möchtest einen Feedbackbogen auch noch online stellen. Genau, wir haben, dadurch, dass unsere Angebote kostenlos sind, haben wir jetzt wir kriegen jetzt nichts dafür und das ist quasi unsere Entschädigung, aber unser Honorar, sondern wir haben so einen kurzen Evaluationsbogen, das dauert 5 Minuten, das ist eine Seite und ich gehe jetzt einmal wieder raus aus meiner Präsentation kurz, genau, sehe ich wieder mehr Bilder, fein, und stelle euch in den Chat auch einen Link rein und wäre sehr froh, wenn so viele wie möglich, bestenfalls alle, diesen kurzen Feedbackbogen beantworten. Ist recht einfach, also ist mit Sterndaler zu bewerten. Von 1 Stern hat mir gar nicht gefallen, bis 5 Sterne war viel super. Dauert 5 Minuten, würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt gleich die Zeit nehmt, weil ich weiß, wenn man dann draußen ist, dann ist man schon wieder mit dem Kopf auch woanders. Und uns wäre da sehr viel geholfen damit, weil ja, das ist so quasi unser Leistungsbericht oder Leistungszeugnis. Genau. Inzwischen bin ich gerne noch da für Fragen oder für sonstige
genau, Austausch, Versuche, Vernetzungen, wie auch immer. Ich sage danke fürs Zuhören. Das sage ich jetzt auch gleich nebenbei. Plapper euch da ein bisschen rein, während ihr den Link macht. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr eben euch die Stunde genommen habt. Wir verändern damit, ich glaube, unser eigenes Leben und bestenfalls auch das von anderen. Und liebe Dagmar, danke für die Einladung. War echt super, die Möglichkeit, die Plattform bekommen zu haben. Ich kann das Danke nur zurückspielen. Ich kann dir stundenlang zuhören, Doris. Du machst es super. Wirklich. Danke. Voll cool. Danke. Ja, nein, es ist wirklich sehr, 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 sehr toll, dass wir eben alle so gut vernetzt sind und solche Themen einfach teilen und weiterbringen. Ja. Genau. Ich werde jetzt einfach die Aufnahme stoppen und dann können wir noch weiter quatschen. Ja. Ich bedanke mich jetzt noch einmal hochoffiziell bei der Doris Klug. Super. Dankeschön. War das. Danke. Und